Herzlich willkommen zur allerersten Podcast-Folge Planet Sales. Ich freue mich sehr, dass ihr das Risiko in Kauf genommen habt, euch das anzuhören, dass ihr dabei seid, denn wir haben heute den ersten und auch wunderbaren Gast hier, und zwar den Stefan. Stefan ist jemand, den ich nicht aus dem beruflichen Umfeld kenne, sondern aus dem privaten. Das macht es eigentlich auch so ein bisschen schöner noch, die Unterhaltung zu starten. Und genau, wir werden euch gleich einen Einblick geben, was Stefan im Vertrieb macht, wie er dorthin gekommen ist, was für Stolpersteine er so auf seinem Weg begegnet ist. Und wir gucken, dass wir euch einen guten Einblick geben können. Wenn euch das Video gefällt, würde es mir freuen, wenn ihr auf YouTube, falls euch das dort anguckt, anhört, ein Like da lasst, wenn ihr mir, ich bin der Einzelkämpfer mit dem Podcast, wenn ihr mir auf YouTube, Instagram, LinkedIn folgt oder eben da, wo es die neuen Podcast-Folgen dann gibt, im Videoformat auf YouTube oder auch auf Spotify, Deezer und auch Google Podcasts, wenn hoffentlich diese erste Folge hier live gegangen ist. Stefan, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich. Gerade auch vor dem Hintergrund des persönlichen Charakters macht das, glaube ich, ganz spannend. Ich bin hier im Homeoffice. Können wir nachher vielleicht nochmal im Vertriebsthema darauf eingehen, was vielleicht auch die Vorteile eines Vertriebsjobs sind. Freue mich auf jeden Fall dabei zu sein und freue mich auf die Fragen. Ja, sehr cool. Also danke schon mal, dass du die Zeit genommen hast und dich auf das kleine Abenteuer einlässt. Ich habe ja gerade schon gesagt, oder du hast es auch wiederholt, wir kennen uns eigentlich aus dem Privaten. Und zwar kennengelernt haben wir uns, da deine jetzt Frau mit mir zusammen im Masterstudium war. Und ich war ehrlicherweise sehr dankbar, als ich dich damals kennengelernt habe, weil im Studienalltag irgendwie so als einer von 3% Männern im Personalmasterstudiengang hat man schon irgendwie manchmal so einfach den Austausch, ja, mit irgendwie Leuten gesucht, die vielleicht doch ähnliche Interessen haben. Von daher war ich echt froh, als Ruth dann irgendwann dich vorgestellt hat und irgendwie über so ab und zu mal an der Alster in Hamburg rumhängen oder mal ein Bier zusammen trinken, zu dann irgendwie feiern gehen, essen gehen. Ja, genau, hat sich da jetzt mittlerweile natürlich so eine kleine Fernfreundschaft ergeben, aber auf jeden Fall war ich damals mitten dabei eigentlich, als du dich für den beruflichen Wechsel entschieden hast. Du bist ja dann auch relativ neu erst in Hamburg gewesen. Von daher, gib doch einfach mal unseren Zuhörern oder den Zuschauern mal so einen kleinen Einblick, wie eigentlich dein Werdegang war. Ist ein bisschen typisch, glaube ich, amerikanischer Werdegang, der in Deutschland vielleicht ein bisschen untypisch ist, mit auch ein paar kleinen Stolpersteinen dann hin zu jetzt doch einem Vertriebsjob im fünften Jahr. Start der beruflichen Karriere war eine Kochausbildung. So ein bisschen dem geschuldet, ich wollte gerne was Handwerkliches machen, weil ich mich doch nicht so richtig im kaufmännischen Bereich gesehen habe und schon früh so ein bisschen Leidenschaft zum Essen entdeckt habe. Deswegen hat eine Kochausbildung Sinn gemacht. Das war eine super schöne damals Zeit. Schon, also wundere dich nicht, wenn ich einfach jetzt akut dir zwischen die Lippen grätsche und irgendwie was frage. Als du dann damals deine Kochausbildung gestartet hast, war dir da irgendwie dann schon so bekannt, dass es den Vertrieb gibt, so als Berufsfeld von so möglichen kaufmännischen Feldern, was du gerade gesagt hast? Oder war das für dich noch völliges, unbekanntes Terrain? Vertrieb gab es. Vertrieb hat da noch in meinem Kopf bestanden aus den typischen Leuten, die mit einem Staubsauger an deiner Tür geklingelt haben. Oder typischer Strukturvertrieb, wir hatten Nachbarn, die haben so Aloe Vera-Produkte verkauft. Da waren wir mal eingeladen und sollten mit in das Aloe Vera und sollten, ah, Aloe Vera. Und sollten mit in das Vertriebsnetz aufgenommen werden. Also hatte im Start meiner beruflichen Karriere Vertrieb eher ein schlechtes Bild und eher so ein bisschen was Dubioses von unseriösen Leuten mit kurzärmeligen Hemden, die schwer atmend an deiner Tür stehen. Genau, also ich bin... Und immer das Glas Wasser abgeschlagen hast, wenn sie danach gefragt haben. Genau. Und deswegen war es für mich auch während der Kochausbildung nicht greifbar oder überhaupt noch nicht eine Option, später mal im Vertrieb zu arbeiten. Das ist so ein bisschen daraus entstanden, dass im Zuge der Kochausbildung, die ich nicht missen möchte, die sehr viel Spaß gemacht hat, dann doch irgendwann gemerkt habe, dass es relativ viel Arbeit ist für doch relativ wenig Geld. Und man am Ende des Tages dann auch so ein bisschen Richtung Punkte- oder Sterneküche kochen sollte und das dann eher so 12, 14, 16 Stunden Arbeit am Tag sind. So groß war die Leidenschaft zum Essen und zum Kochen dann doch nicht. Habe mir dann überlegt, was ich machen kann.
Jetzt ist man natürlich so ein bisschen gebrandmarkt, gerade auch, wenn man aus der Küche kommt und hat die Möglichkeit, bei uns im Hotel in einem Controlling-Job anzufangen. Das war Food and Beverage Controlling, sprich viel Wareneinsatz kalkulieren, die ganzen Non-Food-Produkte einkaufen, was so ein bisschen Lebensmittelverknüpfung noch hatte, was ganz gut war, aber doch eher klassischer Bürojob war. Also 9 to 5, Wochenende frei, was eine ganz gute Abwechslung zu den 3 Jahren Kochausbildung war. Ich habe dann doch gemerkt, ach, Hotel ist doch immer Hotel. Und ich glaube, für mich wäre der Schritt doch in die freie Wirtschaft doch nochmal ein ganz spannender. Jetzt komme ich ursprünglich vom Bodensee, sehr Aber tourismusgeprägt. warst du denn damals so der Typ? Oh, ich merke gerade, wir haben hier so einen kleinen Delay drin. Ich weiß nicht, ob das. Du kannst ja mal kurz sagen, wie schnell siehst du meinen Finger? Kein Problem. Okay, ich glaube, das ist eher der Ton als der Video-Delay. Von daher bitte kleine Entschuldigung dafür. Aber warst du denn damals jemand, als du da ins Controlling gegangen bist, von dem alle um dich herum gesagt haben, ja, Stefan ist so ein Zahlenmensch. Nö, Dem liegt überhaupt es nicht. bestimmt. Oder Nö, das war ehrlicherweise so ein bisschen Mittel zum Zweck. Ich glaube, man hat es ganz gut verkaufen können, dass man ein bisschen Affinität zu diesen ganzen Themen hat. Ehrlich, ich war früher in der Schule, Mathe war für mich der absolute Horror. Das war ein ganz guter Start, um aus der Küche in Anführungszeichen rauszukommen und nochmal irgendwo anders Luft zu schnuppern. Ich glaube tatsächlich, dass so Food and Beverage Management ohne dieses ganze Wareneinsatz kalkulieren und ohne dieses ganze Zahlenthema wäre, glaube ich, ganz interessant gewesen. Also sprich mit dem Hinblick auf, wie verbessere ich Abläufe im Hotel und wie kann ich da auch neue Anreize schaffen, also neue Konzepte entwickeln und so. Ich glaube, das hätte mir Spaß gemacht. Inventur und dieses ganze Zahlenthema war sehr mühsam. War das dann schon so der Punkt, als du dann vom Bodensee schon Richtung Hamburg gekommen bist? Ich überlege gerade, ob ich da eine Etappe aus dem Leben jetzt gerade noch auslasse. Nee, da gibt es noch eine kleine Zwischenstation, die auch nicht ganz so in meine Zahlenphobie kommt, weil ich habe mir dann überlegt, ich würde eigentlich gerne aus der Gastronomie raus und in ein normales Unternehmen in Anführungszeichen wechseln. Jetzt ist der Bodensee natürlich geprägt, viel durch Tourismus und es gibt wenig Unternehmen. Ich habe mich einfach mal sehr breit beworben und habe eine Stelle bekommen in einem Marktforschungsunternehmen mit Fokus viel Chemie- und Kunststoffbranche. Die Herausforderung war, die meisten dort hatten viel VWL, BWL Master studiert. Und ich mit meinem Wirtschaftsfachwirt und mit einer Kochausbildung war da eher eine Sondererscheinung. Mein Chef meinte rückblickend, ich hätte mich ganz gut verkauft. Vielleicht daher auch so ein bisschen später dann schon mal der Einschlag in Vertriebsrichtung. Hab dort mit Marktstudien erstellt. Auch viele Zahlen, viele Produktionskapazitäten errechnen, Warenströme errechnen. Das war ein super guter Job, weil das war sehr projektlastig. Man hatte immer Vorbereitungszeit für eine Marktstudie, hat die erarbeitet. Und dann gab es ein neues Thema. Jetzt gerade Chemie- und Kunststoffbranche sind ja auch Sachen, die man tagtäglich in der Hand hat. Also waren noch mal ein paar Learnings dabei, plus meine Frau mich schon ab und zu mal rügen musste im Supermarkt, weil ich unter die ganzen Kunststoffverpackungen und Flaschen geguckt habe, um zu gucken, was das für ein Kunststoff die sind. Also irgendwann auch so ein bisschen mit leichten Nerdy-Einschlägen, die, glaube ich, so ein bisschen zu jedem Beruf dazugehören. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Anstoß zur Vertriebstätigkeit, weil mein Chef dann irgendwann mal meinte, ich könnte ja ganz gut mit Menschen. Und ob ich mir dann zutrauen würde, auch aktiv mal die Marktstudien anzupreisen, weil wir die bis dahin eben nur über Leseproben und über ganz normalen Marketingversand vertrieben haben. Das hat ganz gut funktioniert, ehrlicherweise. Dann kommt ein harter Cut, vielleicht auch mal so ein bisschen Selbstfindungsphase, weil wir schon länger mal den Traum hatten, noch mal eine Weltreise zu machen und mal ein bisschen länger ins Ausland zu gehen. Heißt, wir haben die Brücken abgebrochen zum Bodensee so ein bisschen und waren 7 Monate auf Weltreise. Heißt, ich hatte lange Zeit, mir mal Gedanken zu machen, was ich später mal machen möchte. Und da hat sich so ein bisschen der Wunsch gefestigt,
Das mit den Zahlen hat dir nicht so richtig viel Spaß gemacht. Das mit dem Vertrieb hat dir Spaß gemacht. Du kannst wirklich, glaube ich, ganz gut mit Menschen, bist rhetorisch nicht so eine totale Vollkatastrophe. Vielleicht ist so ein Vertriebsjob was für dich. Und dann kommen wir schon wieder so ein bisschen fast Und zur Frage. wo war damals denn so der Lerneffekt, als du dann gemerkt hast, okay, ich habe schon mal so in den Vertrieb reingeschnuppert und du hast doch gemerkt, du warst weit entfernt von den kurzärmeligen Tür, wie sagt man, von der Drückerkolonne an der Haustür. Hast du da schon das Gefühl gehabt, du hast eigentlich verstanden, was Vertrieb eigentlich richtig ausmacht? Oder war das eigentlich immer noch so oberflächlich, dass du das Gefühl hattest, naja, ich habe jetzt eigentlich einen Bereich kennengelernt, den ich ganz gut finde und in den möchte ich eigentlich jetzt einfach tiefer rein? Eher das, was du sagst. Also, mein Chef hatte, glaube ich, selber nicht die größte Ahnung von Vertrieb. Sonst hätte er mir als absoluten Laien, glaube ich, nicht mal irgendwie an die Hand gegeben und gesagt, hier, versuch dich mal und mach mal. Deswegen hatte ich da ehrlicherweise wenig Erfahrung, wie so Vertrieb aufgebaut ist, was man auch braucht, um erfolgreich im Vertrieb zu sein. Und das war so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche. Also man hat einfach aktiv ein bisschen die Marktstudien beworben, hatte viel Kundenkontakt. Was mir gut gefallen hat, was für mich, glaube ich, maßgeblicher Antreiber ist, und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich morgens aufstehe, ist der Punkt, dass man mit netten Leuten zu tun hat und dass man direktes Feedback bekommt. Also mich hat es in den letzten Tätigkeiten auch immer ein bisschen gestört, dass du nie direkt so der Kontakt bist, der Lob bekommt. In der Küche war es über die Servicekraft, die zum Küchenpass also meinte, ich soll euch Lob ausrichten, das Essen hat gut geschmeckt. Im Controlling hat dich auch nicht so richtig groß jemand gelobt. Also da hieß es mal, ja gut, der Wareneinsatz ist gestiegen, das ist ein gutes Zeichen. Aber das war für mich schon ganz gut, so dass man endlich mal direktes Feedback bekommen hat, auch von einem Kunden. Und das war, glaube ich, Hauptmotivator und Hauptantrieb zu sagen, das kann ich mir auch zukünftig vorstellen. Ich Auch muss immer noch schon mal dann, nicht. als das erste negative Feedback in eine Richtung geflattert ist? Ja, das war da noch ganz gut, weil ich hatte selber keine Umsatzverantwortung. Und am Ende des Tages nicht, also hatte ich keinen riesen, also war das kein Projektvertrieb, sondern ich musste ein fertiges Projekt, also ein fertiges Produkt vertreiben, was ganz in Ordnung war. Und am Ende des Tages war das ein ganz kleiner Teil meiner Tätigkeit. Am Ende des Tages war doch 80% der Tätigkeit noch das Erstellen von Marktstudien. Deswegen hat sich das negative Feedback noch im Rahmen gehalten. Zu dem Negativen kommen wir, glaube ich, so nach den ersten Vertriebsschritten dann nach der Weltreise und dem Umzug nach Hamburg, weil ich mir überlegt habe, gut, also ich musste erstmal so ein bisschen Selbstfindungsphase, was für ein Vertriebsjob kann mir denn Spaß machen? Da natürlich auch so ein bisschen wenig Erfahrung, was man denn machen kann und was wirklich auch vielleicht zu mir passt. Und ich habe mir dann überlegt, naja gut, bevor du Arbeitslosengeld bekommst und dich dann erstmal umguckst, nimmst du doch erstmal den ersten Vertriebsjob, der dir vor die Flinte kommt. Das war ehrlicherweise rückblickend auch ein bisschen unseriös. Das war, ich weiß nicht, ob du oder ihr das kennt, dass es gibt so Autos, auf denen ganz viele Du Werbe. kannst ja gern, bevor du das beschreibst, versuche ich mal wiederzugeben, was du damals gemacht hast, weil es für Ja, mich finde ich gut. rückblickend immer noch einer der komischsten Jobs ist, von denen ich je gehört habe. Also, okay, ich versuche es. Also, du hast, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du hast Werbeflächen vertrieben, die auf Defibrillatorengeräten angebracht waren. Also quasi diese Reanimierungsgeräte, falls jemand mit dem Herzkasper umfällt und ein paar tausend Volt an seiner Brust braucht. Und diese Defibrillatoren, die muss man aber als Einzelhändler oder als Gewerbetreibender irgendwie verpflichtend haben. Deswegen sind die halt überall vorhanden und die müssen auch irgendwie halbwegs sichtbar sein. Und die sozusagen wurden als Werbefläche dann adressiert und das hast du verkauft. Habe ich das so richtig wiedergegeben? Genau, zumindest mal die Werbeflächen. Ich bin mir tatsächlich unsicher, ob die verpflichtend überall hängen müssen. Ich glaube ja. Also ich glaube, manche Unternehmen machen das einfach auch so als Goodwill, gerade auch so im Sportbereich, weil das dann natürlich tatsächlich Leben rettet, wenn gerade so im Amateurbereich Leute 60 plus
da noch in der prallen Mittagssonne Tennis spielen. Ist das, glaube ich, so ein bisschen Goodwill auch des Sportvereins. Genau, das war der eine Bereich, also sprich die Werbeflächen, die dann wiederum den Defibrillator finanziert haben und Werbeflächen für so Liefer- oder Transportwägen, auch viel mit dem Fokus auf, bestes Beispiel ist, glaube ich, eine Kita, die sagt, wir möchten gerne mal Ausflüge mit unseren Kita-Kindern machen, haben nicht das Geld, uns ein Auto zu finanzieren. Die haben bei dem Unternehmen angefragt. Man hat einen Vertrag aufgesetzt und dann waren auf dem Auto der Kita überall so kleine Werbeflächen drauf, die wiederum irgendwelche lokale Gewerbetreibende gekauft haben, mit denen dann die Kita eben durch die Stadt gefahren ist. Das war, glaube ich, vertriebsmäßig eines der größten Learnings, die ich hatte, sowohl im positiven Sinn als auch im negativen Sinn, weil es am Ende des Tages war es genau das, was ich früher immer als Bild hatte von Leuten im Vertrieb. Jetzt hatte ich keine kurzärmigen Hemden an, habe nicht so super viel geschwitzt, glaube ich, wie die Kollegen früher, die an der Tür standen und Staubsauger verkaufen wollten. Das war aber natürlich Vertrieb sehr regional, weil welche Schlosserei zum Beispiel möchte Werbung für auf einem Auto haben, die 20 Kilometer weg ist, sondern es war natürlich immer im Einzugsbereich der Kita des Sportvereins. Das war natürlich auch ehrlicherweise Verkaufsmasche. Es war aber viel Klinkenputzen. Und es war viel auch möglichst schnell einen Abschluss bekommen. Also ich glaube, so dieses, so ein bisschen leicht auch unseriöse im Vertrieb, so ein bisschen Leute dahin zu bewegen, den Vertrag zu unterschreiben, die gerade in so einem emotionalen Moment zu erwischen. Und vielleicht auch rückblickend hatte man auch mal den einen oder anderen Anruf, die sagten, kommen wir da irgendwie wieder raus? Was aus dem Vertrag, was vielleicht auch ein bisschen noch komisch gestrickt war. Das waren genau die Leute, die zu Hause schon den Staubsauger und die Tupperwaren in der Ecke hatten. Genau. Und vertraglich war es dann auch so festgelegt, dass man dann nicht so super einfach wieder raus kam oder man sich rauskaufen musste. Das war mir ehrlicherweise in dem Moment, glaube ich, auch, also das war mir dann im Nachgang so ein bisschen bewusst, da wurde einem das natürlich auch verkauft, dass man kommunale, regionale Einrichtungen unterstützt. Großes Learning war Hemmschwelle bei Kaltakquise überwinden, weil man das eigentlich nur machen muss. Und das war, glaube ich, so ein großes Manko immer am Vertrieb, weil niemand hat, glaube ich, große Lust auf Akquise. Und ein Produkt und sich einfach auch sprachlich so ein bisschen zu verbessern, ein Produkt zu verkaufen, das, glaube ich, schwierig so ein bisschen auch zu verkaufen ist. Weil am Ende des Tages muss man dem suggerieren, dass er riesengroße Umsatzsteigerungen hat durch diese Werbeflächen auf diesem Auto oder auf dem Defibrillator, ist am Ende des Tages aber auch vielleicht nicht so. Das war aber gut. Weil man das heißt, in dem Moment hattest du schon das Learning, dass du dir eigentlich bei einem neuen Job noch mehr aussuchst, welches Produkt du eigentlich vertreibst, ja. Oder hattest du irgendwie schon kurz den Moment, ja, ich lasse es mit dem Vertrieb einfach, also lieber dann doch wieder in die Küche zurück. Warst du so eher vom Aufgeben oder hast du gesagt, nee, das ist eigentlich eher jetzt nur der Lerneffekt, um es beim nächsten Mal besser auszuwählen? Also es gab tatsächlich mal den Moment, also es gab garantiert den Moment, nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Akquiseanruf am Tag und immer einem Nein oder dem direkten Kaltakquisebesuch und dem wiederholten Nein, dass ich gesagt habe, damit komme ich überhaupt nicht klar. Jetzt kommt noch dazu, ich bin charakterlich jemand, der, ich formuliere es mal andersrum, es gibt Leute, die, glaube ich, mehr mit Ablehnung klarkommen als ich, was natürlich gerade in der Phase für mich ganz gut war, weil man das einfach überwinden muss und auch mal ein Nein akzeptieren muss oder auch einfach ganz viele Neins mal am Tag akzeptieren muss. Deswegen war das für mich auch ganz gut, um da vielleicht auch charakterlich noch mal ein bisschen dran zu wachsen. Für mich war aber eh schon klar, man war selbstständig, hat aber auf Rechnung des Unternehmens gearbeitet. Deswegen war für mich eh klar, Selbstständigkeit kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Das ist ein netter Übergang.
damit man so ein bisschen Fuß im Vertrieb fasst. Ich habe mich aber parallel schon auf in Anführungszeichen ganz normale Vertriebsstellen im Angestelltenverhältnis beworben. Hatte da dann auch mehrere Vorstellungsgespräche. Manche Sachen, die ganz gut waren, manche Sachen, wo man auch merkt, wo, da passt man nicht rein. Bestes Beispiel ist Vorstellungsgespräch in einem bei einem da noch Start-up mit vergleichbaren Coca-Cola-Produkten, wo Leute einem gegenüber sitzen, die tätowiert sind, die eine Kapuzenpulli anhaben, und ich mit Anzughose und weißem Hemd denen gegenüber saß, wo wir, glaube ich, dann alle auch gemerkt haben, so, Du ich kannst passe da sagen, nicht. Stefan, war es Fritz Cola? Genau. Und ich glaube, da merkt man relativ schnell, oder Okay, merken richtig beide geraten. Seiten auch so, man passt vielleicht doch nicht ganz so gut zusammen, weil ich vielleicht auch eher der Typ bin, der Sachen im Hemd verkauft und nicht im Kapuzenpulli und vielleicht auch nicht die super alternativen Unternehmen damit anspricht. Ich bin dann, ich habe mich beworben auf eine Stelle in der Büro- und Objekteinrichtung. Die Stellenausschreibung hat sich super angehört, weil es auch das war, was ich früher in der Marktforschung hatte, nämlich viel projektlastiges Arbeiten und so ein bisschen ein ganzheitlicher Blick. Und es war auch also nach ein bisschen Recherche auch ein Produkt, was sich nicht zu 100% oder fast primär über den Preis verkauft. Das war mir relativ wichtig. Ich hatte nämlich parallel noch ein Vorstellungsgespräch bei einem Kaffeeunternehmen hier auch mit Sitz in Hamburg. Und ich habe früher im Hotel Kaffee eingekauft. Da geht es ehrlicherweise häufig, wenn man nicht Nespresso ist, um Centbeträge. Und das wäre eine Art von Vertrieb gewesen, die ich mir schlecht hätte vorstellen können. Also sprich hart versuchen, das günstigste Produkt zu haben und dann eigentlich auch nur ein Alleinstellungsmerkmal über den Preis zu haben. Deswegen war die Stelle als Büro- und Objekteinrichter erstmal auf den ersten Blick super spannend. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch, das lief super. Ich hatte ein zweites Vorstellungsgespräch, das lief auch super. In der Stelle bin ich jetzt seit 5 Jahren und immer noch zufrieden. Also war der richtige Weg. Rückblickend glaube ich auch das Produkt oder die Leistung, die mir Spaß macht zu verkaufen oder zu vertreiben. Weil es eben sich nicht über den Preis definiert und weil es so ein bisschen ein ganzheitlicher Blick ist. Das heißt, dein aktueller Arbeitgeber, also man findet dich ja auch in sozialen Netzwerken, ist Hugo Hamann. Und wenn ich Genau. das richtig beschreibe, eine norddeutsche Traditionsfirma, wenn es um die Büro- und Objekteinrichtung eingeht. Jetzt kannst du ja mal kurz sagen, was ist eigentlich jetzt dein offizieller Titel, auch vielleicht laut Arbeitsvertrag, oder wie stellst du dich auch bei Leuten vor? Bist du jetzt Außendienstler? Bist du einfach nur Vertriebsberater? Und wie siehst du deinen Alltag eigentlich momentan aus? Also in meinem Arbeitsvertrag steht Vertriebsmitarbeiter im Außendienst. Auf meiner Visitenkarte steht Büro- und Objekteinrichter. Arbeitsfeld ist das Einrichten von Unternehmen. Also sprich, wenn ein Unternehmen neu baut, wenn ein Unternehmen umzieht, übernehmen wir den ganzen Planungsprozess. Wir haben Innenarchitekten bei uns im Haus angestellt, die eben den ganzen Designprozess abbilden. Und mein Job ist es, den Kundenkontakt aufzubauen, also sprich klassische Akquise, ob es Kalt- oder Warmakquise ist, das Akquirieren des Leads, und dann eben die ganze Projektleitung und Projektbegleitung bis dann zum Projektabschluss. Also immer im engen Austausch mit unserem Innendienst und mit den Architekten, was eben auch ein ganz schöner Prozess ist, weil es eher Projektleitung, Projektmanagement ist, als wirklich auch ein reiner Vertriebsjob. Und es schön ist, weil es eben ein sehr gestalterisches Projekt ist. Also wir beschäftigen uns viel mit dem Thema neue Arbeitswelten, und möchten Unternehmen oder müssen auch Unternehmen zukünftig arbeiten. Und wie begegnet man als Unternehmen auch gerade diesen typischen Buzzwords, demografischer Wandel, War of Talents. Muss ich, glaube ich, dir falsch nicht sagen, dass der aus dem Personalbereich kommt, glaube ich, auch Unternehmen damit immer noch konfrontiert werden. Und das ist ganz schön, dass man dafür teilweise oder manchmal auch Antworten liefert, im Hinblick dann eben auf schöne
und sinnvolle Arbeitswelten. Dann gib doch mal einen kleinen Einblick, was so eigentlich die Produkte sind. Also klar, Büro und Objekteinrichtung, das ist ja jetzt mehr als nur, hier ist übrigens Ihr Tisch, da ist Ihr Stuhl und vielleicht noch ein netter Teppich. Manchmal ist es tatsächlich das, also manchmal ist es tatsächlich klassischer Produktverkauf das Verkaufen von Bürodrehstühlen. Es ist bei uns aber eher der ganzheitliche Ansatz, also sprich, welche Art von Beleuchtung brauche ich, welchen Bodenbelag brauche ich, das ganze Thema Innenausbau, also Innenanhang mit Tischlerarbeiten. Dann geht es viel um das Thema Akustik. Welche Akustik brauche ich auch schon in der Bauphase, um später eine ausreichende akustische Wirksamkeit im Büro zu haben? Dann geht noch einen Schritt vielleicht zurück, erstmal ganz grundlegend, wie arbeiten Unternehmen und wie arbeiten Abteilungen zusammen, wie arbeiten Mitarbeiter? Was braucht jeder Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz? Was braucht er vielleicht auch nicht? Das ist so der große Bereich, mit dem wir uns beschäftigen, plus dann eben am Ende des Tages auch das Liefern und das Verkaufen des ganz normalen Mobiliars. Aber da eben auch die ganze Brandbreite von den Tischen von klassischen Rollcontainern, die man noch aus Büros kennt, aber auch bis hin zu informellen Ecken und Mittelzonen und Sofaecken. Und auch da vom Kundenklientel relativ breit. Also vom Ein-Mann-Unternehmen, der einen Schreibtisch braucht, bis hin zu internationalen Konzernen, die eben dann doch größere Arbeitswelten auch haben. Und auch in der Range vom Projektvolumen und vom Budget relativ skalierbar. Also von relativ günstig und eher low budget, dann bis auch zu Unternehmen, wo Geld jetzt nicht erst die große Rolle spielt, wo es natürlich viel auch um Status geht. Gab es da auch schon Anfragen für vergoldete Wasserhähne oder auch für vergoldete Türklinken? Oder was war vielleicht, ohne jetzt den Unternehmensnamen nennen zu müssen, so der exquisiteste Wunsch, der zumindest angefragt wurde, egal ob er jetzt erstmal realisierbar war oder nicht? Das passiert selten in Büros. Na, doch, wir hatten mal jemanden, das war ein sehr nobles Restaurant. Die hatten dann so einen Pult mit einer Schreibunterlage aus Straußenleder, weil der Inhaber großer Afrika-Fan ist und ich weiß nicht, ob er vielleicht auch Großwildjäger war oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wollte der unbedingt einen Schreibpult im Empfangsbereich mit Straußenlederbezug. Und wir machen ab und zu auch so Luxusjachten und Privatjachten. Da kommen manchmal schon sehr komische Anforderungen, weil da eben auch das Thema Geld keine Rolle spielt. Aber Und sonst. in dem Moment sitzt du dann da und denkst dir, ich habe keine Ahnung, wo ich das besorgen oder anfragen soll. Ja. Das ist ehrlicherweise häufig so. Also häufig haben Kunden Anforderungen, wo man sich danach erstmal intern beraten muss und sagt, macht das denn überhaupt Sinn und kriegen wir das umgesetzt? Auch gerade nicht bauliche Lösungen über eine Tischlerei, wo es dann schon stark in Richtung Statik und solche Sachen geht. Ja, es ist aber, glaube ich, der Vorteil, dass wir viel mit in Anführungszeichen ganz normalen Unternehmen zusammenarbeiten, die natürlich im Zweifel auch öffentliche Gelder oder Geld von Investoren verwalten müssen, die dann immer noch ein bisschen im Blick haben, dass es auch am Ende des Tages ein bisschen sinnhaftig sein muss, was da später umgesetzt wird. Sehr schön. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon einen guten Einblick bekommen, was du eigentlich so an Produkten vertreibst, was das für eine Firma ist, wo du gerade arbeitest. Das heißt, wenn du sagst, es gibt auch natürlich Warm- und auch Kaltakquise, muss man sich das so vorstellen, dass du dann derjenige bist, der irgendwo das Baustellenschild sieht, hier wird gebaut und dann den ganzen Tag dort irgendwie rumlungerst, bis du irgendwo den Bauleiter findest, um auf den dann sozusagen kalt hinzuzugehen? Oder wie muss man sich so den Akquiseprozess in deiner Branche vorstellen? Das war, glaube ich, früher ganz viel so. Wenn ich mir Geschichten von meinen Kollegen oder auch von unserem Inhaber anhöre, dann war das tatsächlich früher so in Zeiten, als es noch keine Rechercheportale im Internet gab und kein Internet gab, war das, glaube ich, die klassische Art, wie früher meine Kollegen Projekte bekommen haben. Das wird heute immer noch gemacht. Das machen, glaube ich, wenig meiner Kollegen, beziehungsweise ich mache es auch selten. Ich habe aber für mich jetzt so in den letzten 5 Jahren herausgefunden, dass das eigentlich genau meine Art von Akquise ist.
Ich bin nicht besonders gut in Telefonakquise. Ich bin gut im persönlichen Kontakt und das ist genau das. Also im Zweifel trifft man den Bauleiter, im Zweifel trifft man auf der Baustelle den zuständigen Architekten oder vielleicht jemanden vom Endkunden. Und das wird, glaube ich, wenig gemacht bei uns in der Branche, wodurch man natürlich, glaube ich, ein bisschen kleines Alleinstellungsmerkmal hat. Und das Nein ist schwerer. Ich glaube, das ist so das Trivialste. Ich habe am Telefon, wenn ich jemanden anrufe, kann ich leichter Nein sagen oder bekomme dann Nein zu hören von dem Gegenüber. Das funktioniert auf dem Besuch bei der Baustelle relativ schwierig. Deswegen ist das tatsächlich auch meine liebste Art der Akquise. Ich habe aber Kollegen zum Beispiel, die sind super gut in Telefonakquise. Die hängen den ganzen Tag oder einen Großteil des Tages am Telefon und telefonieren ihr Netzwerk oder Projekte ab und haben damit ihren Erfolg. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Schöne am Vertrieb, dass man sich so seine Nische und sein Bestmögliches raussuchen kann, wo man persönliche Stärken hat und das dann auch dadurch und man egal mit welchem Tool oder mit welcher Herangehensweise man doch erfolgreich sein kann. Dann basiert Wenn ich mir viel jetzt auf dieser. vorstelle, du bist dort auf der Baustelle vor Ort, hast jetzt jemanden auch getroffen, der so dein Ansprechpartner ist. Und klar, du hast schon gesagt, die Leute können erstmal natürlich Nein sagen, aber dann steht immer noch jemand vor dir. Jetzt aber ungeachtet dessen, dass du derjenige bist, der so ein bisschen die Pistole auf die Brust setzt und sagst so, hey, geben Sie mir bitte mal ein Feedback, was Sie von meinem Vorschlag halten. Was glaubst du denn, was dich so persönlich eigentlich auszeichnet oder eigentlich dafür eignet, dass das zum Beispiel dann ein Punkt ist an deinem Job, der dir sehr gut gefällt und vielleicht auch der sehr gut funktioniert. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Der eine Faktor ist, ja, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Auch das ist, glaube ich, das Schöne. Ich glaube, dass man also grundsätzlich mit unterschiedlichen Persönlichkeiten im Vertrieb erfolgreich sein kann. Bei mir ist es, dass ich ehrlich zu Kunden bin. Also ich werde keinem oder ich verkaufe keinem Kunden Produkte oder Dienstleistungen, die er nicht zwangsläufig braucht. Und rede Leuten eher Sachen aus, wenn ich auch merke, dass die wirklich keinen Sinn machen. Natürlich mit dem Umkehrschluss, dass dadurch natürlich ein bisschen Umsatz im ersten Step verloren geht. Ich glaube, dass das aber die nachhaltigere Art des Vertriebes ist, weil sich das die Leute merken und denken, ach, der war ehrlich zu mir. Dann frage ich auch bei dem nächsten Projekt oder bei der nächsten Anfrage nochmal bei dem an. Ich glaube, es ist viel persönlicher Kontakt und Authentizität. Ich bin mit dem Großteil oder mit den meisten meiner Kunden per Du. Das ist, glaube ich, also das ist ein relativ großer Faktor, warum ich den Job auch ganz gern mache, weil ich mit netten Leuten zu tun habe, mit denen ich mich natürlich nicht nur in erster Linie über das Berufliche unterhalte, sondern auch mal über private Themen. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, dass Leute auch einen Sparringspartner mal brauchen, der ihnen sagt, dass das keinen Sinn macht. Also es gibt Kollegen auch bei mir in der Branche, die diesen klassischen Vertrieb haben, also den Leuten möglichst viel versuchen zu verkaufen. Das, was ich zum Beispiel so ein bisschen im Vertrieb der Werbeflächen hatte, wo ich doch relativ schnell gemerkt habe, Ja. das ist nicht so richtig meins. Ich habe, um eine kleine Anekdote zu erzählen, bei einem Marktbegleiter gibt es jemanden, der super erfolgreich ist. Das ist charakterlich, glaube ich, und persönlich jetzt nicht die netteste Person. Und man hat sich so ein bisschen die ganze Zeit gefragt, warum der so erfolgreich ist. Und das ist ganz schön, glaube ich, so ein bisschen auch ein Learning im Thema Vertrieb. Ich habe mal mit einer Kundin von ihm gesprochen und meinte, wir kamen ein bisschen drüber, warum der so erfolgreich ist im Vertrieb. Und sie meinte, naja, sie weiß, dass das nicht der sympathischste Mensch ist und sie wird mit dem abends niemals ein Bier trinken gehen. Aber bei ihm läuft das Projekt. Und ich glaube, das ist ganz schön, dass man sagen kann, ich kann auch mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften im Vertrieb erfolgreich sein. Zum einen dieses knallharte vielleicht auch verkaufen, wenn es im Umkehrschluss im Projekt läuft und wenn der Kunde weiß, er bekommt die Lösung, die er auch braucht am Ende des Tages.
oder eben, wo sich vielleicht auch Vertrieb so ein bisschen hin entwickelt, also eher dieses Berater-Dasein, und eher dann auch mit dem Kunden gemeinsam an einem Projekt arbeiten, was dann eher so ein bisschen meine Art des Vertriebs ist. Was würdest du trotzdem sagen, so, also du hast ja jetzt im Endeffekt beschrieben, es gibt so einen Teil deiner Persönlichkeit, der passt einfach ganz gut zur Anforderung des Jobs, also das Kommunikative, irgendwie auch gerne Beziehungen aufbauen, wahrscheinlich auch gerade jetzt, wenn es persönlich wirklich ist und du im Außendienst unterwegs bist, auch jetzt keine Scheu zu haben, irgendwie mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Was würdest du trotzdem sagen, ist einfach die größte Herausforderung, mit der du in der ganzen Zeit dann konfrontiert warst, von ich habe damals mal so einen kleinen Einblick bekommen, was Vertrieb ist, zu jetzt mache ich das wirklich Vollzeit. Größte Herausforderung ist oder war für mich, ich glaube, dass am Anfang das Thema Akquise, vor allem das Thema Akquise, wenn man neu in der Branche ist und noch Nachholbedarf gerade beim Thema Produktkenntnis und Produkt hat. Mir ist es schwer gefallen, dann sich komplett auf den Gegenüber zu konzentrieren und auf die Bedürfnisse und auf die Wünsche des Kunden, weil man doch relativ stark auch verkopft war auf diesem Thema Produkt und versucht hat, da keinen Fehler zu machen. Dadurch hat so ein bisschen die Lockerheit, glaube ich, gefehlt. Das hat sich gegeben einfach durch mehr Selbstbewusstsein und mehr Selbstvertrauen, gerade auch im Bereich Produktkenntnis, weil man dann einfach sich mehr auf den Vertriebsprozess und auf den Gegenüber konzentrieren kann. Und ich glaube, es ist wichtig, was sich, glaube ich, auch so ein bisschen durch die Bandbreite meiner Kollegen durchzieht, die neu im Vertrieb anfangen. Wichtig ist so dieser typische Flow, von dem man immer spricht, dass man mal so reinkommt, dass man ins Arbeiten reinkommt und dass man kleine oder größere Erfolge hat. Das habe ich bei mir ganz stark gemerkt. Je mehr Erfolge kamen, desto motiviert war man. Das ist natürlich auch so eine leichte Gefahr, weil man immer ein bisschen nach größerem und nach mehr strebt und am Anfang freut man sich über die ersten 5 verkauften Stühle. Jetzt ertappt man sich manchmal, dass man sich auch über kleine Projekte nicht mehr so sehr freut wie früher. Weil dann doch andere Projekte umsatz- und prestigeträchtiger sind. Das ist so leicht negativ, weil man natürlich auch ein bisschen abstumpft. Ich glaube, das ist aber ganz wichtig, dass man einfach in so einen Arbeitsprozess reinkommt. Und da erinnere ich mich so ein bisschen dran. Ich glaube auch, also meine Frau hat mir früher immer gesagt, am Ende des Tages, die Gegenüber sind auch nur Menschen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Learning, dass man mit Leuten zu tun hat, die eigentlich Hilfe brauchen bei einem Thema und man im besten Fall die Antwort auf die Lösung ist, und man die unterstützen will und denen nicht zwangsläufig. Also natürlich geht es am Ende des Tages darum, dass man denen ein Produkt verkauft. Am Ende des Tages geht es aber auch darum, dass man Hilfestellung bietet bei einem Thema, mit dem eben Leute wenig Erfahrung haben oder überhaupt keine Erfahrung haben. Also klassisch erweitern wir einfach die Kapazitäten des Unternehmens, decken damit den Need des Kunden sozusagen. Das heißt, es ist dann also es ist eigentlich die schöne Belohnung daran ist, du machst etwas, das man zum Beispiel jetzt im Alltag irgendwie auch ganz gern machen würde, einfach Leuten weiterzuhelfen mit irgendeinem Ratschlag, mit einem, wenn es so Kleinigkeiten sind wie im Alltag, so, hey, ich habe gerade irgendwie einem betagten alten Mann irgendwie beim Einkaufen oder so geholfen, hat man ja auch schon so ein kleines Erlebnis von, ah, fühlt sich irgendwie gut an, dass man da helfen konnte. Und dann aber sagst du eigentlich, das Gefühl habe ich sozusagen im Berufsalltag ständig und im Endeffekt wäre ich sogar dafür bezahlt. Und das macht es irgendwie beruflich dann natürlich noch schon. Genau, also du bist natürlich, also das ist auch das Feedback, was ich von meinen Kollegen zum Beispiel kriege, die jetzt nicht im Vertrieb arbeiten, also sprich bei uns im Innendienst oder auch in der Planung, dass die sagen, sie vermissen manchmal natürlich das direkte Feedback des Kunden. Also gerade unsere Architekten, die einen super guten Job machen, die natürlich maßgeblich für den kreativen Prozess und für die Planung zuständig sind. In den häufigsten Fällen ist es so, dass wir das Lob bekommen im Vertrieb für das finale Produkt, für die tolle Präsentation, für die tolle Planung. Und so ein bisschen vergleichbar wie früher in der Küche. Wir geben das dann den Leuten, unseren Architekten oder dem Innendienst weiter. Die haben aber nie so dieses direkte Feedback.
Und glaube ich, gerade das wirkt manchmal demotivierend. Das kann ich auch vollkommen verstehen, weil man, also jeder Mensch braucht, glaube ich, einfach Feedback und Lob und möchte auch mal wissen, was aus seiner Arbeit geworden ist, ob das umgesetzt worden ist, warum es vielleicht auch nicht gut ankam. Aber es ist genau das, was du sagst. Also am Ende des Tages bekomme ich Lob von Kunden und werde noch dafür bezahlt, was ganz schön ist. Natürlich hört man auch mal Nein, natürlich läuft auch mal irgendein Projekt nicht ganz so gut. Das sind dann so ein bisschen die negativen Seiten. Plus natürlich ist am Ende des Tages auch gerade in mit Umsatz und Margenverantwortung steht man natürlich grundsätzlich immer unter einem gewissen Druck, auch Ziele zu erreichen. Das wäre so ein bisschen, glaube ich, die Kehrseite der Medaille, was natürlich auch auf der anderen Seite auch Ansporn ist. Jetzt frage ich mich, gibst du denn dann das positive Feedback der Kunden genauso weiter wie damals die Servicekräfte an dich, wo es dann hieß, ah, übrigens, Stefan, war lecker, hat der Gast gesagt, oder gibst du dir ein bisschen Mühe, schmückst das ein bisschen aus, damit eben die Leute dann auch was vom Kuchen abhaben können? Zweiteres, weil ich auch eben darüber, also weil ich glaube ich auch durch das Thema früher mal im Hotel mitgekriegt habe, wie wichtig das ist. Und dass es eben nicht reicht, meine E-Mail zu schreiben mit, war eine gute Planung, sondern die Leute wirklich auch mal abzuholen. Möglichst Oder kurz, alles IO. oder eben auch die Leute wirklich mal mit zum Kundentermin zu nehmen und zu sagen, hey, wir gucken uns danach mal das Umgesetzte an. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade auch um die Motivation und so ein bisschen den Schaffensprozess und die Kreativität hochzuhalten. Und am Ende des Tages liegt bei uns jetzt gerade auch dort eigentlich ein Großteil der Arbeit. Also natürlich haben wir den direkten Kundenkontakt im Vertrieb. Ohne jetzt unsere Innenarchitekten oder ohne unseren Innendienst würde kein Projekt funktionieren. Und ich merke es auch bei mir, dass ich gestalterisch und auch visuell dort noch viel Nachholbedarf habe, warum ich zwangsläufig auch auf unsere Architekten angewiesen bin. Und dann finde ich es auch nur fair, dass die auch direkt das Lob bekommen oder auch mal den direkten Kundenkontakt haben, um dann solche Sachen abzusprechen, weil das auch einfach deren Kompetenz ist. Ja, super, Stefan. Dann würde ich sagen, wir kommen gleich zum Abschluss nochmal zu ein paar kleinen, kurzen, knackigen Fragen. Aber wenn man es eigentlich so zusammenfassen würde, kann man sagen, du bist in den Beruf eigentlich so Stück für Stück auf natürlichem Wege eigentlich hereingestolpert über die Jobs, die du halt gemacht hast. Hast eigentlich, auch wenn du damals meintest, Vertrieb kanntest du überhaupt nicht, du hattest auch kein richtiges Erwartungsbild darüber. Du hast so Stück für Stück eigentlich im Erwerbsleben erst verstanden, was es bedeutet. Klar, bist du einmal vielleicht doch ein bisschen auf die Nase gefallen, wo du gemerkt hast, okay, das Produkt und so die Art, wie mir mein Job organisiert ist dort mit den Defibrillatoren und den kleinen Werbetafeln auf Autos, das war irgendwie nicht mein Ding. Aber hast im Endeffekt dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, gesagt, ich habe eigentlich was gemerkt, wo ich merke, das kommt meiner Persönlichkeit entgegen. Und ja, damit im Endeffekt auch der Spaßfaktor jetzt auch nach 5 Jahren im Job noch gegeben. Genau. Sehr gut Sehr gut. zusammengefasst. Okay. Bist du bereit für die kurzen, knackigen Fragen? Schieß Was ist dein Ratschlag, wenn jemand dich fragt, Stefan, soll ich in den Vertrieb gehen? Wie weiß ich Unbedingt. das? Wie? Hilf mir. Unbedingt. Ich glaube, dass man ein falsches Bild häufig vom Vertrieb hat, nämlich das, was ich am Anfang beschrieben habe, ein bisschen unseriös oder viel dieses typische verkaufen wollen. Ich glaube, Vertrieb entwickelt sich immer mehr Richtung Projektleitung und Projektmanagement, sprich auch klassisches Key Accounting. Und ich glaube, man lernt viele Skills, die man in vielen anderen Bereichen auch braucht. Und es ist ein großes Maß an Persönlichkeitsentwicklung. Okay, was war so der für dich vielleicht größte oder auch peinlichste Fail innerhalb deiner kleinen Vertriebskarriere, wo du aber eigentlich heute drüber lachen kannst? Der größte Fail. Falsche Präsentationsunterlagen mit zu einem Kunden genommen und dann im Präsentationsprozess herausgefunden, dass es sich eigentlich um ein anderes Unternehmen dreht. Was super unangenehm ist, weil man eigentlich individuelle Leistung verkauft und das dann so ein bisschen so aussah, als ob man Schema A auch über einen anderen Kunden stülpt.
Wie bist du da galant rausgekommen? Hast du einfach gesagt, ja, sehen Sie, hier ist zwar ein anderer Unternehmensname drin, aber an die haben wir auch verkauft. Genau, es ging so ein bisschen, glaube ich, man konnte es ganz gut drehen, dass es ein bisschen ein Best-Practice-Beispiel ist und vielleicht dann auch so ein bisschen die Stolpersteine aus dem Projekt erklärt. Es hat ganz gut funktioniert. Ich glaube, im Rückblick haben wir noch ganz guten Draht zu dem Kunden und war ganz gut. Obwohl man, glaube ich, innerlich selber ziemlich ins Schwitzen kam, weil man gemerkt hat, so, man schwimmt gerade und muss sich ziemlich viel aus den Fingern saugen. Okay, dann nächste Frage. Was möchtest du eigentlich gern noch lernen oder an dir verbessern, um vielleicht doch besserer Vertriebsmitarbeiter zu werden? Würde gerne mehr und besser Dienstleistungen verkaufen können. Das ist gerade jetzt natürlich, also bei uns dreht sich viel noch ums tatsächliche Produkt und um Farben, Materialien. Ich glaube, es ist nochmal eine ganz andere Herausforderung, eine Dienstleistung zu verkaufen, die für den Kunden oder für den Interessenten gerade erstmal nicht greifbar ist. Ich glaube, da habe ich noch relativ viel Nachholbedarf und auch noch ein bisschen Learnings, die ich mir holen kann, weil man es, glaube ich, auch sprachlich mehr und besser ausschmücken muss, als jetzt am Ende des Tages ein Produkt, was ein Designer toll designt hat, das spricht für sich erstmal. Das ist bei einer Dienstleistung häufig eher nicht so. Okay, und weil du es vorhin ganz am Anfang schon mal angesprochen hast, wir machen einfach da die Klammer wieder zu. Was ist dein, ja, dein Learning oder auch dein Tipp, wenn es um die Motivation, das selbstorganisierte Arbeiten von zu Hause aus geht, gerade wenn man vielleicht auch jetzt über längeren Zeitraum dazu gezwungen ist oder irgendwie erstmal halt diesen typischen Büroalltag nicht hatte? Was gibst du da den Hörern mit auf den Weg als deinen persönlichen Tipp? Ich glaube, viel strukturieren. Also klassisches, was sich total doof anhört, wo keiner Lust drauf hat, klassisches CRM-System pflegen, dass man auch mal nachvollzieht, was man wirklich gemacht hat. Ich glaube, gerade im Vertrieb sich so ein bisschen eigene Ziele zu setzen. Also sprich, sich auf die Agenda schreiben, ich rufe heute mal 5 Kunden an oder mach mal 5 Akquiseanrufe. Weil das doch häufig auch im Projektgeschäft mal hinten runterfällt. Und wenn man plötzlich in diese Senke fällt und sagt, oh, jetzt habe ich aber mal längere Zeit keine Akquise mehr gemacht, jetzt muss ich wieder vermehrt Akquise machen, damit der Trichter wieder voll ist. Ich glaube, um das so ein bisschen auszugleichen, hilft das. Und klassisches Dokumentieren. Also ich habe am Anfang, ich habe ein relativ einfaches Tool, ich nutze meinen Outlook-Kalender, schreibe mir da meine To-Dos rein und markiere die farbig, ob ich da schon dran gearbeitet habe, markiere mir die wichtigsten und markiere sie mir grün, wenn sie abgehakt sind. Dann sehe ich relativ einfach immer, was ich noch machen muss und was vielleicht auch schon abgehakt ist oder wo ich noch mal ran muss. Gerade auch bei Akquiseanrufen. Stehen die auch mit drin, damit ich mir immer kleine Notizen machen kann. Also klassische Organisation. Super, alles klar. Dann, Stefan, würde ich sagen, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dich als Versuchskaninchen für das erste Interview meines Planet Sales Podcasts bereit erklärt hast. Danke dir. Ich finde, auch wenn ich dich natürlich jetzt schon seit einigen Jahren kenne und wir irgendwie ab und zu unsere romantischen Bromance-Calls so unregelmäßig alle paar Monate mal machen, ich habe doch noch ein paar neue Sachen einfach über dich gelernt und auch ein bisschen über deine Firma, auch wenn ich irgendwie damals sicher schon zu Hugo Hamann und deinem Außendienstjob ausgequetscht habe. Aber ich finde, man kann ganz gut mitnehmen. Es ist eine Branche oder auch vielleicht ein Business, wo längerfristige Zusammenarbeit, das gegenseitige Vertrauen und auch gerade so, wie du schon meintest, Projektmanagement halt im Vertrieb noch mehr eine Rolle spielen, als es vielleicht bei manch anderen Branchen der Fall ist. Weil wie du meintest, Firma existiert lange. Früher gab es irgendwie die, sage ich mal, traditionierten Akquisewege, die stellenweise heute auch noch funktionieren. Du bist mit allen Leuten mittlerweile per Du und hast da ein gutes Netzwerk aufgebaut. Und ja, das ist, glaube ich, ein super interessanter Einblick erstmal in den Bereich Büro und Objekteinrichtung, wenn man es jetzt mit einem ganz offiziellen Titel der Branche oder auf deiner Visitenkarte belässt. Von daher, vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich danke dir, Falco. Hat sehr viel Spaß gemacht. Super, das hast du natürlich sagen müssen, aber es freut mich auch zu hören. An alle Hörer, wenn ihr wirklich jetzt bis zur letzten Minute dran geblieben seid, dann freut es mich umso mehr. Dann kann ich sogar mal kurz in die Kamera gucken, wenn ich jetzt nicht gleich vom Licht erblinde. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr vielleicht noch andere Sachen habt, die ihr bei künftigen Interviews gern wissen würdet, wollen.
Und folgt gerne dem Podcast Planet Sales auf Instagram, auf LinkedIn, auf YouTube oder eben, wenn der Podcast als Audiodatei da ist, dann auf Spotify, Deezer, Google Podcasts. Ihr werdet jedenfalls auf Instagram, wenn ihr es so ein bisschen im privaten Bereich schieben wollt, geupdatet. Ihr werdet aber auch auf der LinkedIn-Seite alles erfahren und alle Links finden, die ihr finden müsst. Von daher freue ich mich auf Feedback, freue mich aufs nächste Interview und danke nochmal an Stefan für die Aufnahme. Tschüss. Macht's gut. Ciao.